Antritz steigert die Wirtschaftlichkeit von Schneckenprobpumpen signifikant. Hochverschleißfeste Förderschnecken aus ultrahochmolekularem Polyethylen sichern eine effiziente Zukunft jenseits von Stahl. Förderschnecken sind die klassischen und bewährten Lösungen, wenn es um Abwasserbeförderung geht. Förderschnecken im Abwasserbereich unterliegen jedoch sehr starken Beanspruchungen durch die Kräfte des Beschleunigen des Mediums aus dem Sumpf, den mitgeförderten abrasiven Stoffen und Treibgut, die Wasserwechselzone, chemische Einflüsse, der thermischen Ausdehnung durch Sonneneinstrahlung. Dies alles führt zu verkürzter Lebenszeit der Schnecken. Vor allem zwei Gefahren bestehen für die Pumpe. Beschädigungen am äußeren Umfang der Windungen. Der Spalt zwischen Trog und Schnecke vergrößert sich durch Abrasion. Das führt zu signifikanten Leistungsverlusten. Um den Leistungsverlust von bis zu 50% auszugleichen, muss die Drehzahl der Pumpe im Laufe ihres Lebens immer weiter erhöht werden. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und erhöht den Wartungsaufwand. Antritz ist bekannt für sein permanentes Streben nach Innovation. Im Bereich der Schneckenprobpumpen ist es dabei zu einer Revolution gekommen. Polyethylen ist der Werkstoff der Zukunft in der Kläranlagentechnologie und bietet viele Vorteile gegenüber Stahl. Antritz setzt dabei auf Robalon. Robalon ist ein auf UHMW-PE basierender hochverschleißfester Werkstoff. Robalon ist eine eingetragene Marke der Firma Röchling Industrial, Öpping GmbH und Co. KG. Eine Studie der Universität Wien belegt Robalon-Förderschnecken einen deutlich verbesserten Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Schneckenpumpen aus Stahl. Die belegte Wirkungsgradverbesserung beträgt bis zu 53%. Die Vorteile, die aus dem Einsatz von Robalon resultieren, sind höhere Effizienz der Anlage, keine Korrosion am Schneckenkörper, erhöhte Verschleißfestigkeit, geringere Betriebskosten. Der bessere Wirkungsgrad ist bedingt durch ein geringeres Gesamtgewicht im Vergleich zur herkömmlichen Stahlschnecke. Dadurch wird weniger Energie verbraucht, das senkt die Kosten. Der Einfluss durch die Spaltoptimierung wirkt sich zudem positiv auf die Förderleistung aus. Dadurch ist ein Gewinn für den hydraulischen Wirkungsgrad gegeben. Ein geringeres Gesamtgewicht, weniger Energieverbrauch, der geringere Spalt wirken sich nachhaltig positiv auf die Förderleistung aus. Zudem wird die Schnecke mit einem unteren Lager aus Robalon betrieben, somit wird kein Fett benötigt, um dieses untere Lager zu schmieren. Das alles führt zu einem umweltschonenden Betriebseinsatz. Durch die Installation der Robalon-Schnecke ergibt sich unmittelbar eine Kosteneinsparung bei der Wartung und der Instandhaltung. Der Einbau eines Systems aus einer Robalon-Schnecke, eines Robalon-Trog und eines Robalon-Lagers ergibt ein effizientes, nachhaltiges und kostengünstiges Gesamtpaket. Die Langlebigkeit der Schnecken und der geringere Energieaufwand führen zwingend zu einer raschen Amortisierung der getätigten Investition. Geringere Betriebskosten aufgrund des besseren Wirkungsgrades, geringeren Stromverbrauchs, geringeren Wartungsaufwand, hervorragenden Gleiteigenschaften des Materials. Klimaschutz wird erreicht durch weniger CO2-Emissionen bezüglich des besseren Wirkungsgrades. Robalon-Förderschnecken lassen sich leicht und kosteneffizient in vorhandene Systeme integrieren. Anlagenmodernisierungen und Effizienzsteigerungen sind so kostengünstig realisierbar. Das flexible Inlet ist auf alle Anbieter anpassbar und aufgrund des geringen Gewichtes ohne großen Aufwand in ein vorhandenes System zu integrieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Antritz-Partner und lassen Sie die Zukunft schon jetzt bei sich beginnen. Für eine effiziente Zukunft jenseits von Stahl.